Pro Person geben wir im Monat gerade mal 70 Euro für Lebensmittel aus. Wenn wir nicht gerade 5 Liter Sojasauce auf Vorrat kaufen. Gerade bei steigenden Lebensmittelkosten und Inflation ist das krass wenig. Und der Grund dafür ist hauptsächlich Foodsharing. Und davon erzähle ich euch jetzt und wie ich dazu gekommen bin. Also was ist eigentlich Foodsharing? Foodsharing ist eine Website und Plattform, um Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Darüber engagieren sich freiwillige Einzelpersonen, die dann bei entsprechenden Supermärkten, Wochenmärkten, Restaurants und Hotels Lebensmittel retten. Alles komplett for free und ohne regelmäßige Pflicht, irgendwas abzuholen. Also wie bin ich eigentlich zu Foodsharing gekommen? Das war ein langer Weg. Ich hatte irgendwie schon häufiger von Foodsharing gehört, ist dann mal so gegoogelt, irgendwie habe ich es nicht so ganz gecheckt und dann wieder schleifen gelassen. Dann war ich irgendwann mal auf so einer veganen Messe in Düsseldorf gewesen und da war dann auch ein Stand von Foodsharing. Da habe ich so ein bisschen mit den Leuten gequatscht, habe auch erzählt, dass ich so die Plattform nicht so richtig checke und die haben mir so erklärt, so wie das ungefähr funktioniert. Da habe ich mir noch Bananen und ein bisschen Brot mitgenommen, so alles kostenlos und dachte mir so, ach, das ist eine coole Sache so. Ja, damit muss ich mich mal wieder beschäftigen. Die Leute dort haben mir erklärt, dass wenn man da so richtig mitwirken will, dass man erstmal so ein Wiki durchlesen und dann ein Quiz bestehen muss. Okay. Eines langweiligen Sonntags saß ich dann mal vor meinem Rechner und dachte mir so, ach ja, guckst du dir das Wiki doch mal an. Mal so ein paar Stündchen so alles durchgelesen. Habe ich das Quiz gemacht und tatsächlich auch bestanden. Daraufhin habe ich eine Nachricht der Botschafterin meines Bezirks bekommen, in der stand, hey, du musst erstmal 3 Einführungsabholungen machen, um so ein richtiger Foodsharer zu werden. Gesagt, getan. Ein Brunch, der veranstaltet wurde über Foodsharing, zählte auch als Einführungsabholung. Deswegen habe ich eine meiner Einführungsabholungen einfach als Brunch gemacht. Und das war einfach mega und hat für mich nochmal richtig das Feuer so entflammt. Ich habe super viele like-minded People getroffen, alle mit derselben Passion leben. Lebensmittel zu retten, hat so viele gemeinsame Themen gehabt, jeder hat irgendwas Leckeres mitgebracht und es war einfach so, wow. Ganz viele Leute haben mir auch so erklärt, wie das funktioniert, was so Betriebsverantwortliche machen und an dem Zeitpunkt war ich so richtig gehuckt und bin dann einfach noch viel tiefer eingestiegen. Meine Erfahrung mit Foodsharing. Foodsharing hat mich auf so vielen Ebenen bereichert. Ich habe zum Beispiel ultra coole Leute dadurch kennengelernt und es ist auch immer wieder schön, zu so gemeinsam mitbringen, Brunches zu gehen und einfach gemeinsam zu schmausen und sich auszutauschen. So eine Abholung ist halt auch einfach ein super Social Event und ich merke jedes Mal, wenn ich von einer Abholung komme, ist meine Social Energy so. Das lustigste Beispiel dafür sind diese krassen Weihnachtsmarktabholungen. Ey, was da abgeht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist vor allem am letzten Tag des Weihnachtsmarktes, wo es so krass abgeht, weil dann die Stände halt alles loswerden wollen und du dann da irgendwie mit 15 Leuten abholen gehst und 1000 verschiedene Sachen mitbringst. Da ist dann auch so crazy Stuff dabei, wie vegane Currywurst, Baumstritzel, 10 Liter Packungen, Soßen, Schokoäpfel und noch viel, viel mehr. Alle holen halt gemeinsam ab, dann schreibt einer eine Nachricht, hey, der Stand ist schon fertig, könnt ihr mir helfen? Und es macht halt einfach super viel Spaß. Dann trifft man sich an einem gemeinsamen Versammlungsort und man steht noch bis 12 Uhr nachts da, um irgendwie diese Sachen zu sortieren und gemeinsam zu verteilen. Es ist so ein richtig schöner Bonding-Moment. Was ich auch an Foodsharing schätze, ist die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Einerseits auf Ebene der Nachhaltigkeit, aber andererseits auch andere Menschen mit dem zu beglücken, was man ihnen so schenkt und abgibt. Im Gegensatz zur Tafel steht bei Foodsharing der Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund, sodass jeder Mensch daran teilhaben kann. Dafür muss man nicht irgendwie bedürftig sein. Es geht einfach darum, nichts zu verschwenden und die Ressourcen, die es schon gibt, gut zu nutzen. Meiner Erfahrung nach bekommt man bei 90% der Abholungen, zu denen man geht, viel zu viel Lebensmittel. Das heißt, zwangsläufig muss man immer etwas weiter verteilen, was man nicht zum eigenen Bedarf nutzt. Dadurch verschenken wir auch super, super vieles und es ist einfach richtig schön zu sehen, gerade bei so Leuten, die nicht so in dieser Foodsharing-Bubble sind, wie überrascht und happy die sind, wenn man sie halt einfach mit kostenlosen Lebensmitteln förmlich totschmeißt, wenn man so viel hat. Und auch in der Vergangenheit habe ich an Ständen von Foodsharing mitgeholfen, um auch diese Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben. Und es ist immer wieder schön, Menschen für diese Mission zu begeistern. Aber auch aus ganz eigennützigen Gründen finde ich Foodsharing einfach ultra geil, weil man zum Beispiel so viele Möglichkeiten bekommt, um zu experimentieren. Durch die vielen vielfältigen Lebensmittel, die man bekommt, fängt man eher an, mit dem zu kochen, was da ist, anstatt immer wieder was Neues für ein genau passendes Rezept zu kaufen. Ich habe dadurch Lebensmittel lieben gelernt, die ich vorher überhaupt nicht mochte. Zum Beispiel Porree, Radieschen und auch Rosenkohl. Woran ich halt früher null Interesse hatte und mir diese Lebensmittel nie gekauft hätte. Und es ist natürlich einfach ultra geil, einfach mal Free Stuff zu bekommen. Und das macht immer wieder happy. Die krassesten Abholungen, die ich je bei Foodsharing erlebt habe. Ich habe es schon geteasert, der Weihnachtsmarkt.
Das ist anders wild. Dann gibt es in Bielefeld auch so ein Special-Event, das heißt alleine Webermarkt. Und da sind auch die ähnlichen Stände wie beim Weihnachtsmarkt ab. Das heißt, man hat quasi zweimal im Jahr so eine übertriebene Abholung. Und es gibt zum Beispiel auch super geile Brezeln, and I love it. Man mag es kaum glauben, Veganer aus aller Welt feiern es ab. Wir haben mal eine Großrettung von Oatly gehabt. Oatly hat Foodsharing einfach angeschrieben und war so, ja hier, wir haben noch Restbestand, wollt ihr den Stuff haben? Und wir hatten jeweils zwei Abholungen mit über 5 Paletten Hafermilch. Und dann gab es mal irgendwie so kleinere Chargen mit, keine Ahnung, 2 Paletten pflanzlicher Sahne und Aufstrichen. Richtig crazy. Wir haben einfach jetzt noch was davon und es ist der Shit. Und dann gab es auch noch eine Großrettung mit hunderten Kilo Bulgur, die wir damals einfach an der Uni abgeladen haben, wo sich alle möglichen Menschen bedienen konnten. Relativ kürzlich hatten wir dann auch noch locker flockig 300 Kilo Pistazien in jeweils 2,5 Kilo Säcken. Wow. Und was ich jetzt auch schon zweimal erlebt habe, sind super verrückte Silvesterabholungen. So am letzten Tag des Jahres machen viele Supermärkte nämlich so eine Bestandsaufnahme und sind dann einfach so, ja, abgeschrieben, abgeschrieben. Und das landet dann einfach alles bei Foodsharing. Und vor 2 Jahren war das so heavy, dass wir mit jeweils 2 Autos 2-mal komplett vollgeladen fahren mussten, um alles dort wegzuschaffen. Neben super vielen frischen Obst und Gemüse gab es Kaffee, Chips, Schokolade, Trockenfrüchte und Nüsse. Und auch bei so ganz regulären Abholungen gibt es immer mal wieder funny stuff. Veganer Thunfisch, Sojajoghurt, Lindpralinen, Medjool-Datteln, total fancy Pilze and the list goes on. Es fühlt sich an wie eine Wundertüte, ist immer wieder ein schönes soziales Ereignis und am Ende des Tages tut man was Gutes und spart noch dazu richtig viel Geld. Also, warum bist du noch nicht bei Foodsharing? Den Link zur Registrierung findet ihr in der Beschreibung. Außerdem arbeite ich gerade an einem Foodsharing 101 Guide, den ich auch in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal online stellen werde. Also vergesst nicht zu abonnieren, um das nicht zu verpassen. Dann danke, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!